Willkommen zum zweiten Teil meines Landschaftstutorials. Heute möchte ich hier weitermachen und zwar möchte ich hier dieses Wasser texturieren, animieren und anschließend hier eine Welttextur einfügen. So, dazu gehe ich erstmal hier auf die Farbe, wähle mir hier eine Farbe aus. Sieht schon ein bisschen besser aus. Dann gehen wir hier mal ein bisschen mehr. So. Und hier auch noch ein bisschen verändern. So, anschließend wähle ich hier Ray Mirror aus, Ray Transparent. Und da ändere ich die Werte auch ein bisschen. Zwar hier ein bisschen höher, das lasse ich mal so, und hier auch ein bisschen höher, so hier etwas mehr, so da auch etwas, sagen wir mal so. Dann gehe ich hier auf Normal und ziehe das ein bisschen weiter hoch. So, dann kann man schon sehen, hier verändert sich das, und zwar wird das ein bisschen rauer an der Oberfläche. Ja, ein bisschen zurück vielleicht. Ja, ein bisschen höher. So, so, und dann gehe ich hier auf Render. Mache ich mal ein kleineres Fenster mit F12 einmal durchrendern. Und man sieht, die Oberfläche hat sich jetzt verändert. Es ist wellenförmiger geworden, das Wasser hat eine spiegelnde Oberfläche bekommen, also meine Lampe hier, die spiegelt sich da drin und sieht also schon wesentlich besser aus. So, jetzt gehe ich hier oben hin und splitte meinen Bildschirm. So, ups, verkehrt. Und dann hier drauf Shift P. Bekomme ich hier eine Renderoberfläche, die ich immer gerne benutze, wenn ich irgendwas mache, damit ich dann direkt sehen kann, wie das sich verändert. Und wenn man jetzt hier mal schaut, dann spiegelt sich hier die Lampe da drin. Wenn ich die jetzt hier anpacke und die mal verändere, sagen wir mal hier rüber in dieser Richtung, dann ändert sich das direkt hier auf dieser Seite. Also ich schiebe das mal hier rüber. So bis hier hin. Und dann habe ich den Mond oder beziehungsweise Sonne, was auch immer, hier in meiner Wasseroberfläche als Spiegelung. Das Ganze kann ich auch ein bisschen durchdrehen meines Mausrades vergrößern. Und dann sieht man, dass hier schon eine Wasseroberfläche entsteht. So, ich wähle mal meine Lampe ab. Dann gehe ich hier auf den Material-Button. Danach gehe ich hier auf meine World-Textur und lade mir, hier habe ich schon eine eingeladen, eine Mond-Textur ein. Das Ganze geht dann wie gehabt, man geht hier drauf, wählt sich eine Textur aus durch Image, sucht die sich dann in seinem Ordner raus, fügt sie ein und hat sie dann hier auf dem World-Button, so dass sie hier im Fenster sichtbar ist. So, auf den World-Button drücken, dann hier auf Textur Input bzw. Map to und dann hier den Horizont anwählen. Wenn man das gemacht hat, erscheint sofort die Welttextur hier drin. So, durch Drehen meiner Textur hier kommt jetzt die Welttextur zum Vorschein, also wird sichtbar. So, jetzt habe ich hier meine Plane mit meiner Wasseroberfläche. Hier ist meine Welttextur und wenn ich das jetzt komplett render, dann sieht das dann so aus.
mache das mal in groß, hier auf den Render-Button gehen, auf 100% und dann nochmal mit der Taste F12 und schon habe ich ein Weltbild eingefügt. Der Mond scheint hier ein wenig auf das Wasser. Man kann das eben verändern, indem man hier die Lampe verändert, indem man einen Strahler nimmt, eine andere Lampe auswählt und man kann ein bisschen rumexperimentieren, aber so lasse ich das jetzt erstmal. So, jetzt schließe ich hier diese Seite. Das heißt, ich wechsle hier in den IPO-Editor. So. Und wähle mir hier auf der linken Seite meine Wasserfläche aus. Die Plane. So. Um diese Wasseroberfläche jetzt zu animieren, also das heißt die Textur zu animieren, geht hier hin und wählt hier den OFSX aus mit String linke Maustaste. So, wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr hin und sucht euch hier einen Wert aus. Ich nehme mal minus 1 und klickt hier an. Dann habt ihr hier schon die erste Linie. Ja, das wird nachher eine Kurve. Dann geht ihr hin und wählt aus, wo ihr den letzten Frame setzen wollt, das heißt in dem Fall bei mir bei 100 und geht hier oben bei 1. String-Taste drücken, ja, und dann linke Maustaste und schon habt ihr eine Kurve. So, danach geht ihr auf Curve, Interpolationsmode, auf Linear. Dann bekommt ihr eine lineare Linie. Anschließend nochmal hier drauf, Extend Mode, Extrapolation, einmal anklicken, damit ihr hier eine gerade Fläche bekommt. So, wenn ihr damit fertig seid, geht ihr hier drauf, wählt das aus, ja, anschließend wieder hier oben auf die OFSX auswählen, hier unten auswählen und dann auf, Moment, so, und dann auf 1. Na, verkehrt. So, nochmal. Also, wenn ihr damit fertig seid, hier unten anwählen, dann String-Taste drücken und hier oben. Dann bekommt ihr die nächste Linie. Dann auf 100 minus 1, String-Taste drücken, linke Maustaste. Das gleiche wie hier, auf Curve drücken, Interpolationsmode, Linear, dann auf Curve, Extend Mode und dann Extrapolation. Hier. So. Dann sieht das Ganze so aus. So, wenn ihr jetzt nach unten schaut, dann seht ihr hier auch schon das Ende. Und zwar hier, da ist das Ende der Animation. So, und als nächstes könnt ihr euch dann die Animation auf euren Computer ziehen, indem ihr noch hier ein paar Werte eingibt, und zwar hier, in welcher Form das Video abgespeichert werden soll. Ich bin Vorzuge AVI-JPG. Das ist die Qualität in 100%. Hier könnt ihr aussuchen, in welcher Qualität das aufgenommen wird. Und anschließend geht ihr hier hin, links auf Temp und sucht euch einen Ordner aus, auf dem ihr das dann speichern möchtet. So, jetzt schließe ich das Fenster hier mal in diese Richtung, die Pfeilrichtung. So. Und anschließend rendere ich das mal mit 50%, damit das nicht ganz so lange dauert. Hier. Und gehe mal auf Animation. Den ziehe ich mir mal in die Mitte.
Und wie man sieht, vielleicht kann ich das in 50%, nein, geht nicht. Dass hier Frame für Frame jetzt eine Bewegung reinkommt. Und das sieht dann aus, als wenn sich hier die Wasseroberfläche in der Richtung bewegen würde. So, das Ganze sieht dann so aus nach der Renderzeit. Wie man sieht, das Wasser bewegt sich jetzt. Sollte das zu schnell gehen, wie jetzt hier, dann muss man ein bisschen an der IPO-Kurve verstellen, so dass dann eben halt die Geschwindigkeit ein bisschen verändert wird. Aber man sieht auf jeden Fall, hier ist eine Animation jetzt, das Wasser bewegt sich und ich hoffe, ich konnte einigen helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich animieren würdet. Ich meinte natürlich abonnieren. Und vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.